Der Bürgerversammlungsbereich 12, um den es heute geht, umfasst die Stadtteile Aibach, Gebersdorf, Hafen, Neurötenbach, Rötenbach bei Schweinau und Maiach. Der Bürgerversammlungsbereich ist von sehr unterschiedlichen Gebietsstrukturen geprägt. Verdichtete Wohnbebauung in Rötenbach bei Schweinau oder in Teilen Aibachs wechselt mit aufgelockerten Wohngebieten in Gebersdorf, Rötenbach Ost oder Maiach. Doch auch das Güterverkehrszentrum Hafen mit seinen zahlreichen Arbeitsplätzen, aber auch den Belastungen durch Verkehr und Lärm prägt die Stadtteile ganz wesentlich. Insgesamt leben im Bürgerversammlungsbereich derzeit 37.000 Personen. Mit der Verlängerung der U3 entstehen zwei neue Bahnhöfe. An der neuen Rotenburger Straße wird der Bahnhof Kleinreuth bei Schweinau den neuen Stadtteil im tiefen Feld erschließen. Dieser wird zum Thema Astronomie gestaltet. Nachdem die neue U-Bahn den Main-Donau-Kanal unterquert hat, endet sie am Bahnhof Gebersdorf. Dieser entsteht unter dem ehemaligen Kohlenlager und wird zum Thema Sandecker-Areal gestaltet. Der Rohbau startete im April 2020. Mit der Inbetriebnahme wird Ende 2026 gerechnet. Die Verlängerung der U-Bahn-Linie 3 nach Gebersdorf und der dort geplante neue Busbahnhof bieten ideale Voraussetzungen für ein neues urbanes Stadtquartier. Daher plant die Stadt gemeinsam mit der WBG Nürnberg das sogenannte Sandecker-Quartier auf dem früheren Kohlenlager der US-Army. Hier sollen in den nächsten Jahren Flächen für Wohnen, Dienstleistungen, Nahversorgung und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur entwickelt werden. Fußläufig erreichbare Grünflächen sollen den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch der ortsansässigen Bevölkerung als attraktiver Naherholungsraum dienen. Es wurde ein städtebaulicher Ideenwettbewerb zur Findung der bestmöglichen Lösung durchgeführt. Der Siegerentwurf vom Büro Schellenberg und Bäumler Architekten bildet die Basis für die weitere Arbeit und die spätere Umsetzung. Bei der Bebauung wird wie bei allen Wohnungsbauentwicklungen in Nürnberg ein angemessener Anteil geförderter Mietwohnungen sichergestellt. Mit Baubeginn ist ab 2030 zu rechnen. An der Gebersdorfer Straße Ecke Biebertstraße entsteht auf der Fläche des ehemaligen Umspannwerks ein neues Wohngebiet. Es wird 145 Wohnungen bieten, wovon 45 Einheiten als Seniorenwohnungen entstehen. 30% der Wohnungen sind geförderter Wohnraum. Eine Kindertagesstätte ist hier ebenfalls in Planung. Auch ein Nahversorger ist vorgesehen. Der wertvolle Baumbestand bleibt außerdem erhalten. Es entstehen öffentlich nutzbare Frei- und Spielflächen. Der ruhende Verkehr wird für den Geschosswohnungsbau in Tiefgaragen untergebracht. Zudem sind offene Stellplatzanlagen im Norden sowie ein Parkplatz neben dem Nahversorger für dessen Kunden geplant. Die Umsetzung soll noch 2023 starten. Abschluss des Vorhabens ist 2024. An der Kolmberger Straße, Ecke am Rötenbacher Landgraben, wurde im Rahmen des Sonderprogramms Wohnen der Stadt Nürnberg ein Grundstück an die WBG Unternehmensgruppe übertragen. Durch die Errichtung von Typenhäusern konnte die Bauzeit deutlich verkürzt werden. Dies wirkt sich auch positiv auf die Wirtschaftlichkeit der Gebäude und auf die Mieten aus. Es entstanden 193 Mietwohnungen, davon 97 Wohnungen gefördert. Anfang 2022 waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Für das Bauprojekt wurden rund 40 Millionen Euro investiert. In Kürze wird noch ein Werk des Künstlers Tobias Remp als Kunst im öffentlichen Raum realisiert. Das von der Allianz Versicherungsgruppe errichtete Wohngebäude in der Wörnitzstraße mit 116 geförderten Wohnungseinheiten wurde im Dezember 2022 vollständig bezogen. Die Wohnanlage ist mit der S-Bahn sehr gut angebunden. Alle Wohnungen sind barrierefrei und erfüllen die Anforderungen des KfW Effizienzhaus 55. Sie sind für Familien mit 3 bis 5 Personen geeignet. Die Wohnbereiche sind im Süden angeordnet und von der nahegelegenen Bahnstrecke abgewandt. Das Projekt wurde vom Stab Wohnen im Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat mit Mitteln aus dem Bayerischen Wohnungsbauprogramm in Höhe von rund 23 Millionen Euro gefördert. Zusätzlich wurde ein Darlehen aus dem Programm Energieeffizienter Mietwohnraum über rund 11 Millionen Euro gewährt. Dadurch können die Neubauwohnungen zu leistbaren Kaltmieten ab 5,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche monatlich angeboten werden. Die ehemalige Personenanlegestelle am Aischweg in Gebersdorf lag nach der Aufgabe der Personenschifffahrt brach und befand sich in schlechtem Zustand. Von Herbst 2021 bis September 2022 wurde der Bereich in eine öffentliche Grünanlage umgewandelt. Die Fläche wurde entsiegelt,
und die Bedingungen für die 15 Bestandsbäume verbessert. Ein Promenadenweg am Wasser mit zahlreichen Sitzliege- und Picknickmöglichkeiten lädt zum Verweilen ein. Die Grünanlage bietet auch Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Vögel, Insekten, Bienen und Kleintiere. Das Anschlussstück des Kanalradwegs zum Aischweg wurde ebenfalls begradigt und befestigt. Die Gesamtinvestitionssumme von 460.000 Euro wurde über den Masterplan Freiraum finanziert. Die Wegeverbindungen zwischen der Helene von Forster Grundschule sowie der Skopjestraße wurden in eine Grünanlage mit Fuß- und Radwegen umgestaltet. Die Grünanlage ist vielseitig nutzbar und bietet für alle Generationen attraktive Aufenthaltsmöglichkeiten. Weiterhin wurde ein Erdwall mit Lärmschutzwand zwischen der Wohnbebauung in der Nizzerstraße und dem angrenzenden Sportplatz des SV Wacker Nürnberg errichtet. Die Lärmschutzwand wird durch Strauchpflanzen in die Grünanlage integriert. Westlich des Sportplatzes wurde ein Rodelhügel angeschüttet, der in eine offene Rasenfläche übergeht. In der Wertachstraße wurde ein Regenrückhaltebecken mit einem Speichervolumen von 5000 Kubikmetern gebaut. Das Becken dient zur Zwischenspeicherung von Abwasser aus dem Hafengebiet und schützt bei Regenfällen das unterhalb gelegene Kanalnetz vor Überlastung. Nach dem Ende der Niederschläge fließt das gespeicherte Wasser im Kanalnetz weiter zu den Klärwerken. Baubeginn war im September 2019. Das Becken ist mittlerweile in Betrieb. Zurzeit finden noch Restarbeiten statt, die bis April 2023 abgeschlossen sein werden. Die Hafenbrücken über dem Main-Donau-Kanal im Nürnberger Stadtteil Mayach müssen ersetzt werden. Die Maßnahme ist für die Zeit zwischen 2023 und 2028 vorgesehen. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg hat mit den Gründungsarbeiten der Behelfsbrücke über der Südwesttangente im südlichen Abschnitt des Kreuz Nürnberg-Hafen begonnen. Um den notwendigen Arbeitsraum zur Verfügung zu stellen, werden die Richtungsfahrbahnen verengt. Dem Verkehr stehen jedoch nach wie vor beide Fahrspuren in Richtung Fürth und Autobahnkreuz Nürnberg Süd zur Verfügung. Nach Abschluss der Arbeiten für die Behelfsbrücken, voraussichtlich im April 2023, wird die Fahrbahnverengung wieder aufgehoben. Nach Abschluss der Planfeststellung werden die Bauausschreibungen europaweit veröffentlicht und so bald wie möglich mit dem Ersatzneubau der Brücken begonnen. Eine Ablaufvisualisierung des geplanten Bauvorhabens der Hafenstraße ist als Film auf www.hafenbrücken.nürnberg.de einsehbar. Das Güterverkehrszentrum Hafen als wichtiger Logistikstandort für die ganze Region kann die Nachfrage nach weiteren Gewerbeflächen nicht mehr vollständig abdecken. Viele Betriebe würden gern ihre Flächen erweitern, können dies aber aufgrund nicht verfügbarer Flächen nicht. Daher werden nun die nicht mehr benötigten Anschlussgleise im Norden des Hafens entwidmet und als zusätzliche Gewerbeflächen genutzt. Auch das Containerterminal wird um 15.600 Quadratmeter erweitert werden. Um weitere Gewerbeflächen im Hafengebiet zu schaffen, wird eine Teilverfüllung des Hafenbeckens angestrebt. Dadurch können bis zu 42.000 Quadratmeter neue Gewerbeflächen entstehen. Zuvor ist allerdings noch ein wasserrechtliches Verfahren erforderlich. In der Pommernstraße entsteht aktuell der Ersatzneubau des Schulzentrums Südwest in Aibach. Das Projekt umfasst den Neubau eines Gymnasiums und einer Realschule. Außerdem entsteht eine Schul- und Stadtteilbibliothek. Bis 2028 entsteht hier ein neues Schulzentrum für 2.475 Schülerinnen und Schüler. Die Gesamtinvestition beträgt 191 Millionen Euro. Der Freistaat beteiligt sich an den Gesamtkosten mit einer Förderung von 52 Millionen Euro. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert den ersten Bauabschnitt durch einen zinsgünstigen Kredit mit Tilgungszuschuss. Die Realisierung des Bauvorhabens erfolgt seit 2021 in drei Bauabschnitten bei laufendem Schulbetrieb. Das Hochbauamt errichtet von Januar 2023 bis voraussichtlich Ende 2025 im Führreuthweg 95 zeitgleich eine 3,5-zügige Grundschule mit 6 Diagnose- und Förderklassen und integrierter kooperativer Ganztagsbildungskombieinrichtung für 150 Kinder sowie einen Hort für rund 110 Kinder. Im Zuge der Vorbereitungen wurde bereits in den Sommerferien 2022 südlich des 70er-Jahre-Schulbaus ein Interimspausenhof zur Nutzung während der Bauzeit erstellt. Nach der Fertigstellung der Neubauten ist ein Abriss des 70er-Jahre-Schulbaus auf dem Grundstück vorgesehen. Erst dann können der Schulhof und der Allwetterplatz errichtet werden.
Die Gesamtinvestitionssummen für die beiden Baumaßnahmen betragen rund 45 Millionen Euro. Dazu erhält die Stadt eine Förderung von rund 14,4 Millionen Euro vom Freistaat Bayern im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes. Kehrtwert in Gebersdorf, das ist mehr als das reine Saubermachen. Gemeinsam machen sich Grundschule und Hort Gebersdorf, die Kindergärten sowie die Lebenshilfe auf, die Straßen von Müll zu reinigen und das Thema Umweltschutz zu vermitteln. Kehrtwert ist eine liebgewonnene Aktion, die alle 2 Jahre stattfindet und im vergangenen Jahr in der Zeit vom 4. bis zum 10. Oktober lief. Die Stadt Nürnberg stattet ihre Schulen flächendeckend mit WLAN sowie Datenfestnetzanschlüssen aus. Seit Dezember 2022 haben die Arbeiten an der Grundschule Birkenwaldschule begonnen. Beginn der Maßnahme war im Dezember 2022. Abschluss ist voraussichtlich im Juli 2023. Im Rahmen des Projekts Alles blüht auf, das an der Helene-von-Forster-Grundschule realisiert wurde, haben Schülerinnen und Schüler zusammen mit dem Kulturladen Rötenbach und namhaften Künstlerinnen daran mitgewirkt, den Stadtteil zu verschönern. In Zusammenarbeit mit der Künstlerin Barbara Engelhardt und dem Kinderfriedensprojekt der Stadt Nürnberg setzten die Kinder im Projekt Frieden ist Klasse ihre Vorstellungen von Frieden in Kunstwerken um. Mit der Technik Tape Art entstanden schließlich 2 große Bilder für das Schulhaus. Beide Projekte liefen während des Schuljahres 2021/22. Am Neumühlweg in Gebersdorf entsteht eine neue Großtagespflegestelle und ersetzt die dort wegfallende Krippengruppe am selben Standort. Bis 2026 wird auf dem Gelände des ehemaligen Umspannwerks in Gebersdorf ein neues Haus für Kinder mit einer Krippen, 3 Kindergarten und 2 Hortgruppen gebaut. In Rötenbach wurde am Standort Innstraße im letzten Sommer ein Haus für Kinder mit einer Krippen- und einer Kindergartengruppe neu eröffnet. Die Trägerschaft hat der AWO-Kreisverband Nürnberg e.V. In Rötenbach geht dieses Jahr in der Dombühlerstraße eine neue 3-gruppige Krippe unter Trägerschaft der Novum Sozial G GmbH in Betrieb. Die Einrichtung dient als Ersatzstandort für die bisherige Krippe in der Rötenbacher Hauptstraße. Die Birkenwaldschule ist in einem schlechten baulichen Zustand. Momentan werden verschiedene Varianten wie Sanierung oder Neubau geprüft. Langfristig soll nach Abschluss der Baumaßnahme der Hort-Herriedener Straße und die Mittagsbetreuung zu einer Kombieeinrichtung mit voraussichtlich 150 Plätzen im Schulgebäude zusammengeführt werden. Die Grundschule Nürnberg-Aibach erhält am Standort Föhreuthweg einen Ersatzneubau für 14 Schulklassen sowie 6 Diagnose- und Förderklassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums Eva-Seligmann-Schule. Im Neubau werden 150 Plätze als Kombieeinrichtung als ganztägiges Angebot geschaffen. Zusätzlich entsteht auf dem Gelände des Föhreuthweg ein 5-gruppiger Hort mit 75 Hortplätzen für die Kinder an der Grundschule Nürnberg-Aibach und 36 Hortplätzen für die Kinder der Diagnose- und Förderklassen. Die bestehenden Hortgruppen in freier Trägerschaft in der Aibacher Hauptstraße und im Eibenweg mit insgesamt 50 Plätzen bleiben erhalten. Der Standort Hopfengartenweg bleibt unverändert. Im Zuge des vom Stadtrat gefassten Mobilitätsbeschlusses für Nürnberg soll der Radverkehr stärker gefördert und ausgebaut werden. Die Radschnellverbindung von Nürnberg nach Oberasbach bzw. Zirndorf mit einem Abzweig nach Stein ist hierbei ein grenzüberschreitendes Projekt, das in den nächsten Jahren gemeinsam mit dem staatlichen Bauamt Zug um Zug umgesetzt werden soll. Die Route der Radschnellverbindung führt dabei auch entlang der ehemaligen Biebertbahntrasse in Gebersdorf, wo ein getrennter Rad- und Gehweg hergestellt werden soll. In einer Informationsveranstaltung wurden die Pläne im November 2022 der Öffentlichkeit ausführlich vorgestellt. Ziel ist es, eine attraktive, sichere und gut ausgebaute Radwegverbindung zu schaffen, sodass noch mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen und auch Pendlerinnen und Pendler aus dem Umland auf komfortablen Radwegen schnell in die Stadt und zum Südwestpark gelangen. Mit der Inbetriebnahme der U-Bahn in Gebersdorf wird die Radschnellverbindung fertiggestellt sein und auch als Zubringer zur U-Bahn dienen. Die Gebersdorfer Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und dringend sanierungsbedürftig. Im Zug der Umbaumaßnahmen werden Radstreifen ergänzt, Gehwege auf beiden Seiten verbreitert und eine zusätzliche Mittelinsel zur Fahrbahnquerung geschaffen. Die Haltestellen für die Buslinien 67 und 69 werden zusammengelegt und barrierefrei ausgebaut. Im gesamten Ausbaubereich wird die Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für die Radfahrenden erhöht. Für den Ausbau werden Zuwendungen vom Freistaat Bayern gewährt,
Der Ausbau kann ab März 2023 erfolgen. Der Abschluss ist für August 2023 geplant. Die Gesamtkosten betragen dann rund 5 Millionen Euro. Im Auftrag der Stadt Nürnberg überarbeitet die WBG Kommunal GmbH alle 18 Standorte der Freiwilligen Feuerwehren in Nürnberg. Für die Feuerwehr Aibach mit ihren 46 Einsatzkräften stellte sich ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses als beste Lösung heraus. Das dazu benötigte Grundstück befindet sich im Gewerbegebiet Aibach. Um die erforderliche Vorfahrtsfläche und die kreuzungsfreie Zufahrt mit Pkw-Stellplätzen auf dem Grundstück zu ermöglichen, wurde der Baukörper mit einem Abstand von rund 24 Metern zwischen den Toren und der Gundelfingerstraße errichtet. Der Neubau wird im Herbst 2023 fertiggestellt und der Feuerwehr übergeben. Die Stadt Nürnberg investierte rund 5,3 Millionen Euro. Aus dem Marktkauf in der Dombühlerstraße wurde ein E-Center. Es wird ein Vollsortiment angeboten. Mit dem neuen E-Center, das im November 2022 eröffnet wurde, wird die Nahversorgungsfunktion des Rödenbacher Einkaufszentrums für die Bürgerinnen und Bürger im Südwesten Nürnbergs langfristig gesichert. Im Seniorennetzwerk arbeiten viele Organisationen, Einrichtungen, Initiativen und engagierte Bürger zusammen. Unterschiedliche Professionen und Erfahrungen wirken bei der Gestaltung geeigneter Lebens- und Wohnbedingungen im Quartier Hand in Hand, sodass es für alte Menschen leichter wird, in ihrem vertrauten Umfeld zu bleiben und am Leben im Viertel teilzunehmen. Das Seniorennetzwerk informiert und berät Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige, verbindet Begegnung mit Gesundheitsangeboten, unterstützt und informiert die Netzwerkpartner. Die Ansprechpartnerin für das Seniorennetzwerk Aibach-Rödenbach ist Manuela Weigand, erreichbar unter 0911 968 9131. Die Stadt Nürnberg richtet die Bayerische Landesgartenschau im Jahr 2030 aus. Ziel der urbanen Gartenschau Nürnberg ist es, mehr Grün in die Innenstadt zu bekommen. Im Herzen der Stadt werden Plätze und Straßenräume entsiegelt, begrünt und neu genutzt. Altstadt und umliegende Stadtteile wie insbesondere die Südstadt sollen so stärker an den Klimawandel angepasst werden. Beispiele dafür sind die Karl-Brüger-Straße oder auch der Theresienplatz, der zu einem kleinen grünen Juwel werden soll. Verbunden werden die einzelnen grünen Orte durch den zu einem vielfältig nutzbaren Parkband aufgewerteten Stadtgraben entlang der historischen Stadtmauer. Die Gartenschau wird den bereits begonnenen Umbau der Stadt hin zu mehr Grün verstärken und beschleunigen. Gleichzeitig präsentiert Nürnberg zum 50-jährigen Jubiläum der Bayerischen Landesgartenschau eine neue, experimentelle und urbane Form der Gartenschau, getreu dem Motto »Grün findet innen statt«. Für jedes in der Stadt neugeborene Baby pflanzt die Stadt Nürnberg einen kleinen Baum. Im Jahr 2022 wurden so 5.452 Setzlinge für den Geburtenjahrgang 2021 gepflanzt. Nürnbergs Bäume brauchen Paten. Werden Sie Baumpatin oder Baumpate? Als Baumpatin oder Baumpate kümmern Sie sich um einen Baum, indem Sie das Beet außen herum nach Ihren Vorstellungen bepflanzen, gießen und bei Bedarf säubern und Unkraut jäten. Sie erhalten dafür einmalig einen Pflanzgutschein und können zur Verschönerung Ihres Viertels beitragen. Es kommen laufend neue Baumstandorte hinzu, da die Stadt das Ziel hat, jährlich 500 Bäume zu pflanzen. 2022 wurde das Ziel mit 506 Neu- und Ersatzpflanzungen sogar leicht übertroffen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an den Servicebetrieb Öffentlicher Raum, entweder telefonisch unter 231 7637 oder unter sör.nürnberg.de. Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie über die Themen Energieversorgung, Klimaschutz und Klimaanpassung informieren. Die Stadt Nürnberg steht hierzu auch im Austausch mit unseren Bürger- und Vorstadtvereinen und möchte die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbinden. Dazu fand am 25. Oktober 2022 auch ein digitaler Bürgerdialog zum Thema Energie statt, den Sie auf unserer Internetseite www.bürgerdialognürnberg.de nochmals verfolgen können. Außerdem finden Sie auf unseren Internetseiten weitere aktuelle Informationen zu den Themen Klima und Energie. Ein besonderes Angebot für den Bürgerversammlungsbereich hält nach wie vor die Polizei bereit. Bei den Polizeiinspektionen sind dafür sogenannte Stadtteilbeamte im Einsatz. Sie dienen allen Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner und stehen rund um die Uhr zur Verfügung.
Zuständig für Röthenbach und Gebersdorf ist die Polizeiinspektion West. Sie erreichen ihre Stadtteilbeamten unter der Telefonnummer 65830. Für die Bürgerinnen und Bürger in Aibach, Maiach und für das Hafengebiet sind die Beamten der Polizeiinspektion Süd zuständig, die Sie unter der Telefonnummer 9482115 erreichen. Wir hoffen nun, dass aus der heutigen Bürgerversammlung von Ihnen weitere wichtige Anregungen kommen, um die Entwicklung der Stadtteile im Bürgerversammlungsbereich zu stärken. Diese Präsentation ist auch auf unserer Internetseite www.bürgerversammlung.nürnberg.de sowie auf YouTube unter NBG Bürger zu sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.